Hallo, hier ist Muho wieder aus Osaka. Zurück zur Frage vom letzten Mal, die sich auf das folgende Buch, dieses Buch hier, Penetré und Ich, bezieht, von Nagai Hitoshi, einem japanischen Philosophen. Ich habe das Buch vor 3 Jahren übersetzt. Letztes Jahr kam es raus im Berlin Verlag. Ich habe darüber auch gesprochen, vor 3 Jahren in einer Serie mit dem Titel Penetré und Ich, ne, genau um diese Jahreszeit. Ne. Und eines dieser Kapitel in dem Buch trägt den Titel Menschen in Schwierigkeiten soll man nicht helfen. Ne? Was, das klingt zunächst mal überraschend. Und es widerspricht auch, wie die Fragestellerin, auf deren Frage ich gerade eingehe, sehr richtig erkannt hat. Es widerspricht unserem christlichen Werteverständnis. Wobei es natürlich Penetré nicht darum geht, unser christliches Werteverständnis zu verteidigen, ne? Sondern umgekehrt. Im Nachwort dieses Buches, da fragt der Mittelschüler, ja Penetré, wo hast du denn das Ganze her? Ne? Wo finde ich denn das bei den Philosophen in der Geschichte? Ne? Und der Penetré sagt, ja, also einiges davon, das stammt von mir selber, aber ich habe mich auch beeinflussen lassen und genau bei dem Kapitel, um das es hier geht, ne, das 8. Kapitel im 1. Teil, da beziehe ich mich auf Nietzsche, da stütze ich mich auf Nietzsche. Also ich habe das Gefühl, dass besonders, ja, also sprach Zarathustra, da einen großen Einfluss ausübt auf Penetré bzw. den Hitoshi Nagai, ne? Der ist ein ziemlicher Nietzsche-Fan, zumindest verstehe ich ihn so. Ne? Er äußert sich auch manchmal kritisch über Nietzsche. Ne? Und bei Nietzsche, ne, also die von euch, die ihn gelesen haben, werden wissen, dass der auch oft mit Vorsicht zu genießen ist. Ne? Aber Nietzsche ging es ja gerade darum, das christliche Werteverständnis zu hinterfragen. Ne? Insofern sollte es keine Überraschung sein, wenn das, was der Penetré hier sagt, unserem christlichen Werteverständnis widerspricht. Ne? Das ist mit Absicht so. Geht es Penetré, wenn er sagt, also ich lese es jetzt nicht nochmal in voller Länge vor, ne? Aber zusammengefasst, der Mittelschüler sagt, Menschen in Schwierigkeiten muss man helfen, nicht wahr? Und der Kater sagt, nicht unbedingt. Angenommen, da hat sich jemand ein Bein gebrochen, okay, ne? Da musste dem helfen, ins Krankenhaus zu kommen. Wenn jemand sein Portemonnaie verloren hat, dann musst du ihm vielleicht ein bisschen Geld borgen. Aber wenn es sich um tiefere, schwerere Formen des Leiden geht, musst du aufpassen. Denn wenn du nicht selbst sozusagen in denselben Abgrund einmal geschaut hast, ne, beziehungsweise wenn du nicht mal selbst diesen Schritt in den Abgrund gemacht hast, vor dem der andere vielleicht noch steht, dann wirst du dem gar nicht helfen können. Und unter Umständen, wenn du diesen Abgrund gar nicht kennst, vor dem der andere steht, wird dich das heillos überfordern. Ne? Dass der Penetré das sagt, hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass es hier um einen Achtklässler geht. Ne? Und also ein Beispiel von Leiden wäre zum Beispiel Selbstmordgedanken. Da trägt sich jemand mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Und er hat vielleicht eine klinische Depression oder er ist in einer Situation in seinem Leben, wo er glaubt, keinen anderen Ausweg zu kennen. Und wenn man einem solchen Menschen helfen will, dann muss man nicht unbedingt in derselben Situation sein, aber man muss schon sich damit identifizieren können. Und das kann einen unter Umständen heillos überfordern. Insofern ist vielleicht ein Teil dessen, was der Penetré hier sagt, ja, also vielleicht solltest du dich auch selbst schützen. Ne? Aber ich glaube, das ist nicht die ganze Antwort.
Eher, glaube ich, geht es Pénétré hierum, darum zu sagen, selbst wenn deine Hilfe gut gemeint ist, ne? Oft sagen wir in solchen Situationen, ich verstehe dich. Ich weiß genau, wie es dir geht. Ich verstehe deine Situation. Mir selbst ging es vor 1, 2, 3 Jahren auch so. Aber. Und manchmal ist das genau das Falsche. Natürlich wollen viele Menschen, die leiden, sie wünschen sich einen Menschen, mit dem sie dieses Leiden teilen können. Und sie wünschen sich jemanden, der dieses Leiden versteht. Der muss es aber auch wirklich verstehen. Sie wünschen sich nicht jemanden, der sagt, ich verstehe dein Leiden. Und der nur glaubt vielleicht, ne, der in der besten christlichen oder was auch immer für einer Tradition, ne, der aus seiner Empathie heraus tatsächlich glaubt, das Leiden des anderen zu verstehen, der aber in dem Moment, wo er dann sagt, ja, ich verstehe dich, ohne es zu wissen, den anderen erst in den Abgrund stößt, denn der andere weiß oder glaubt vielleicht in dem Moment zu wissen, nee, selbst der versteht mich nicht. Also manchmal kann es eine größere Hilfe sein, dem anderen zu sagen, ich kann leider dein Leiden nicht verstehen, denn es übersteigt das ganze Leiden, das ich bisher in meinem Leben erfahren habe. Das, was du an diesem Punkt deines Lebens erfährst, übersteigt alles andere, alles, was ich bisher erfahren habe. Ne? Ich glaube, das ist auch Teil von dem, was Pénétré hier sagt. Ne? Also, tu nicht so, als könntest du das Kreuz eines anderen auf dich nehmen, wenn du gar nicht weißt, wie schwer das Kreuz ist des anderen. Ne? Und was ich auch schon vor 3 Jahren, glaube ich, ein bisschen angeschnitten habe. Ne? Also, wenn wir anderen helfen wollen, das ist ja eine schöne Sache, ne? Und ist auch wichtig, auch im Buddhismus, ne? Bodhisattva, der Versuch, allen anderen zu helfen, selbst wenn einem selbst vielleicht noch Hilfe fehlt. Ne? Versuch, andere zu erlösen, selbst wenn man selbst noch nicht komplett erlöst ist. Ne? Das ist ja eine schöne Sache. Eine wichtige Sache, aber die Frage ist ja, woher kommt dieser Wunsch? Ne? Und was ist das wirklich für ein Wunsch? Der Bezug zu der Frage von vor ein paar Wochen, als es darum ging, was bedeutet das, wenn Pénétré sagt, wir leben nur zum Vergnügen? Und wie gesagt, der japanische Begriff ist Asobi. Ne? Wenn wir jemandem helfen, dann muss es ebenfalls Vergnügen sein. Das ist es aber oft nicht, wie auch die Fragestellerin vor ein paar Wochen gesagt hat. Ne? Manchmal tue ich ja etwas nicht aus Vergnügen, sondern zum Beispiel, um anderen damit zu helfen. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Wenn es aber nicht aus Vergnügen geschieht, sondern für den anderen, dann ist damit oft auch der Gedanke verbunden, ich tue das jetzt für dich, kannst du nicht wenigstens Danke sagen. Und manchmal wird aber unser Versuch, anderen zu helfen, mit Undank begegnet. Warum ist der so undankbar? Ich reiß mir hier den Arsch auf für den und der sagt noch nicht mal Danke. Und das ist eine Form von Helfen, bei der man sehr, sehr vorsichtig sein muss, ne? Zum einen tut man sich selbst damit keinen Gefallen, man tut es ja nicht zum eigenen Vergnügen, man tut aber auch dem anderen damit unter Umständen keinen Gefallen, denn der steckt ja ohnehin schon im Leiden. Und dann kommt einer mit der ungefragten Hilfe, die man eigentlich gar nicht braucht,
die eigentlich gar nicht bei einem ankommt. Und dann will er auch noch, dass man dafür dankbar sein soll, ne? Ich trage mich zum Beispiel hier ohnehin schon mit Selbstmordgedanken. Da kommt einer und erzählt mir, dass er mein Leiden total gut versteht, aber. Und dann dieses Geschwurbel, das ich schon tausendmal gehört habe in der Kirche oder in der Selbsthilfegruppe, das mir aber sowieso nicht hilft, ne? Und dann will er auch noch, dass ich dankbar sein soll. Also ich glaube, das ist eher dran, näher dran an dem, was Pénétré hier sagen will. Ne? Also wenn du jemandem helfen willst, sei sehr, sehr vorsichtig. Wenn der 100 Euro braucht von dir, gib ihm die 100 Euro. Wenn er zum Krankenhaus muss, bring ihn zum Krankenhaus. Aber wenn das was Tieferes ist, ne, frag dich, hast du wirklich selbst schon in diesen Abgrund geschaut? Und wenn du Lust hast, dem zu helfen, dann mach es. Ne? Aber dann mach es nicht, weil du Dankbarkeit dafür erwartest, sondern aus Vergnügen, aus keinem anderen Grund, weil du helfen willst. Du willst es und du kannst es, weil du selbst schon mal in diesen Abgrund geblickt hast, vielleicht sogar schon den Schritt gemacht hast, in den Abgrund. Du weißt, wie es aussieht, wenn man den Schritt gemacht hat. Und wenn du es nicht weißt, dann ist deine Hilfe unter Umständen nicht gefragt. Ich werde nochmal auf die Frage zurückkommen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Tschüss.